Aber jetzt guck ich bei Discogs, wie viel ich für deine Platten noch so krieg. Und verkauf sie oder tausch sie gegen andere Musik. Hehe, hey, ich bin Boggedy und mochte sie. Aber jetzt guck ich bei Discogs, wie viel ich für deine Platten noch so krieg. Und verkauf sie oder tausch sie gegen andere Musik. Ich bin Boggedy und mochte sie. Aber jetzt guck ich bei Discogs, wie viel ich für deine Platten noch so krieg. Und verkauf sie oder tausch sie gegen andere Musik. Am liebsten fress ich Beats, danach komm Wack MCs, während du deine Tracks da siehst. Auf der Suche nach paar guten Spuren, wie ein Detektiv, verkauf ich deine Platten, anzieh Sachen und Kassetten, die kann ich nicht essen. Ich hab Hunger, was willst du machen? Ich würd keine Drogen nehmen. Würd ich nach Jahren so oft nehmen? Ich würd's Mikrofon hinlegen, mich in Grund und Boden schämen, keine Gigs mehr geben, gar nicht mehr auftreten, den Fans ihr Geld zurückgeben und nochmal überlegen, was ich anfange mit meinem Leben. Für jeden, du rappst alt, aber schlechter als früher. Yo, deine Crew ist wie Deutschland früher. Yo, da war auch ein schlechter Künstlerführer. Yo, schon nach dem ersten Album abbauen, aber kein Klassiker raushauen. Drogengeschichten lässt man sich von Sick berichten oder testet selber aus, dafür braucht man dich nicht. Also halt dein Maul, dein Kopf ist inhaltsloser als deine Texte. Und du kriegst aus ihm auch nix raus wie aus dem Sound. Du erscheinst auf der Bildfläche und bleibst stecken im virtuellen Raum. Gib's endlich auf, du bist zwar scheiße, aber kommst nicht groß raus. Shoutouts an Klaus und S-Mann, zwei von vier Rappern, deren Musik was taugt. So sieht's aus. Ich bin Boggedy und mochte sie. Aber jetzt guck ich bei Discogs, wie viel ich für deine Platten noch so krieg. Und verkauf sie oder tausch sie gegen andere Musik. Hehe, hey. Ich bin Boggedy und mochte sie. Aber jetzt guck ich bei Discogs, wie viel ich für deine Platten noch so krieg. Und verkauf sie oder tausch sie gegen andere Musik. Ich bin Boggedy und mochte sie. Aber jetzt guck ich bei Discogs, wie viel ich für deine Platten noch so krieg. Und verkauf sie oder tausch sie gegen andere Musik.